und herzlich willkommen zu Spotlight, dem Magazin von Studierenden der Westfälischen Hochschule. 3 Millionen Liter Wasser, 20 verspielte Seelöwen, ein Seelöwenbulle mit einem Lebendgewicht von 250 Kilogramm und mittendrin Otti. Ottmar Kolb sorgt im Zoom Gelsenkirchen ehrenamtlich für freie Sicht. Mehrmals die Woche schlüpft er in sein Taucheroutfit und reinigt unter Wasser die Becken. Wir waren bei einem Tauchgang mit dabei. So, Flasche ist leer, Arbeit ist getan. Die waren heute extrem gut drauf. Und geklaut haben sie den Lappen. Ha? Ihr alten Räuber. So, das war's für heute. Im Sommer taucht Otti fast jeden Tag ab. Die Algen blühen und die Fenster im Seelöwenbecken werden schnell dreckig. Aber auch im Winter ist er regelmäßig im Wasser, selbst wenn die Wasseroberfläche vereist ist. Oft kommt er nach der Arbeit in den Zoom direkt von der JVA. Oder in der Mittagspause, wie heute. Das ist ein Ventil, ne, Umgang mit den schwierigen Leuten, schwierigen Menschen, Männer und Frauen. Und hier ist natürlich dann mein Ventil. Sobald ich Kopf unter Wasser habe, kann ich abschalten, egal wo, ob das jetzt hier ist oder in Ägypten oder irgendwo in anderen Gewässern, macht es bei mir Klick und dann ist alles vorbei. Dann ist eigentlich nur Tauchen angesagt. Dabei muss Otti einiges schleppen. Zur Grundausrüstung gehören Neoprenanzug, bissfeste Handschuhe und die 12 Kilo schwere Pressluftflasche. Hau gut. Zack, fertig. Manchmal stehen Reparaturen an, sonst braucht er nur einen Lappen. Wem gehört der Lappen? Die Sache scheint nicht so klar. Am Ende ist er aber nun mal Chefsache. Eine relativ zahme, bloß man muss überlegen, ich begebe mich ins Wasser und das ist deren Element. Die bewegen sich da unten wie ein Fisch in Anführungszeichen und ich bin da ein Tollpatsch dagegen. Der Reiz dabei ist einfach, dass die Tiere, oder keiner hätte auf der ganzen Welt nicht die Möglichkeiten, so nah an die Tiere ranzukommen. Die sind so zahm, ich kann mit denen spielen, ich kann mit denen schmusen. Im Seelöwenbecken ist das ja noch harmlos. Eisbären sind da schon ein anderes Kaliber. Wenn Otti da putzt, werden die Tiere ausquartiert. Schmusen geht wirklich nur mit den Seelöwen und dann auch nur mit einigen. Die haben alle unterschiedliche Charaktere. Mit den Eisbären geht ja natürlich gar nicht. Das ist nur einmal schmusen, dann und dann das Ende. Bei den Eisbären kommt er also nicht so gut an. Dafür aber bei Besuchern und Kindern. Die freuen sich über Ottis Schaueinlagen. Also Kommunikation zwischen Otti und den Leuten hier im Tunnel ist natürlich immer ein Highlight. Also sowohl für Otti als auch für die Leute, die hier sind. Schon schön, wenn man kleine Kinder da unten sieht, die dann sagen, oh, ein Taucher, große Augen, Lächeln im Gesicht. Und dann spiele ich natürlich auch ein bisschen im Wasser mit den Kindern. Und das ist schon eine tolle Sache. Doch eigentlich hatte er ja etwas anderes vor. Der Tunnel säubert sich schließlich nicht von selbst. Tierkot, Futterreste und Sonneneinstrahlung verdrecken die Scheiben. Tierpfleger Markus De Campe kennt jede verschmutzte Stelle. Ja, heute ist nicht ganz so viel mit Putzen. Wir haben nur so vereinzelte grüne Flächen hier drauf, die jetzt aber den Besucher nicht so wahnsinnig stören. Im Moment steht das Spielen doch ein bisschen mehr im Vordergrund. Es soll Tage geben, an denen die Seelöwen nicht so neugierig und anhänglich sind wie heute. Das kann man angesichts dieser Bilder aber kaum glauben. Die Jungtiere kommen dann zum Spiel und die nächste Generation bleibt da ein bisschen weiter weg. In der Regel sind also immer die jungen 1-, 2-, 3-Jährigen dann da und die Alten halten sich da ein bisschen zurück. In der Mittagspause mal eben mit Seelöwen tauchen, da gibt es doch bestimmt Schlimmeres, oder? Da gibt es nichts, das ist alles einfach nur schön unter Wasser. Spielen mit den Tieren, die Gesichter der Kinder und Besucher. Ich kann tauchen, abgelenkt, fit für den ganzen Tag wieder. Na dann taucht man doch gerne wieder ab. Genauso wie Otti gerade taucht auch der Tierpfleger Markus De Campe das eine oder andere Mal im Zoom ab.
Mein Kollege Tom Schachzig ist jetzt vor Ort, um sich noch ein paar Informationen über das Tauchen zu holen. Ganz genau. Markus, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben Otti ja so ein bisschen kennengelernt. Der hat ja echte Entertainer-Qualitäten, gerade wenn Besucher und vor allem Kinder unten im Tunnel sind. Hat man da mal überlegt, vielleicht so einen eigenen Programmpunkt aus Otti zu machen? Also wir selbst hier im Revier und auch mit dem Otti haben wir da schon drüber gesprochen, weil es ja doch eigentlich sehr gut ankommt bei den Besuchern. Zur Marketingabteilung haben wir es jetzt noch nicht hochgegeben, weil ich weiß nicht, wenn daraus wirklich ein fester Punkt wird, dann muss man den halt wirklich auch erfüllen. Und wenn der Otti dann mal keine Zeit hat oder wir nicht die Möglichkeit haben, dann ja, ist immer schwierig, dann vorne einfach den Besuchern, hört, tut uns leid, geht heute leider nicht. Ist halt schwierig. Also überlegt hatten wir es, aber noch nicht weitergegeben an die Marketingabteilung. Du selbst tauchst ja hier auch öfter mal ab und übernimmst Putzeinheiten. Was ist das Besondere, so mit Tieren zu tauchen und vor allem mit so anhänglichen Tieren wie den Seelöwen? Ja, mit den Seelöwen zu tauchen ist einfach interessant, ne? Also die sind halt sehr kontaktfreudig, wollen immer mit einem spielen. Man darf natürlich das Putzen daraufhin nicht vergessen, aber das Spiel mit den Tieren darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Also die sind ja sehr neugierig, wollen auch, dass wir was mit denen machen. Und von daher ist das auch super. Man kann denen mal an den Flossen ziehen oder mal im Maul kraulen oder Ähnliches. Also das mögen die Tiere ja auch und das merkt man auch. Und das ist das, was das Ganze sehr interessant macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ viele Leute wollen, die einen Tauchschein haben beispielsweise. Gibt es da Anfragen von Tauchern? Ja, also wir haben es jetzt schon öfter gehört, auch aus dem privaten Kreis jetzt. Hör mal, ich habe gehört, bei euch kann man tauchen mit Seelöwen und so. Ist das nicht möglich, dass ich das mal machen kann? Die würden auch sogar Geld dafür bezahlen wollen, die Leute. Aber das will man hier im Zoo einfach nicht. Also man weiß nicht, welche Ausbildung haben die Leute jetzt wirklich, was für eine Tauchausbildung. Die wissen nicht, wie die Tiere reagieren, wie sie dann zu reagieren haben. Und man will sich natürlich auch keine Krankheitskeime einschleppen, das kommt noch dazu. Und man kann ja nicht jeden vorher einmal zum Arzt schicken, hör mal, du bist jetzt gesund oder nicht, bevor du da reingehst. Und von daher hat der Zoo das komplett abgeblockt und so bleibt es einfach nur bei uns. Ist das denn gefährlich, mit den Tieren zu tauchen oder ist das ganz harmlos? Es sieht sehr harmlos aus, aber es kann durchaus auch mal gefährlich werden. Also die Tiere haben ja doch sehr spitze Zähne. Es gibt auch Zoos oder sehr viele Zoos, die wir ja halt kennen, die müssen die Tiere auch wegsperren, bevor sie tauchen können. Bei uns ist das aber noch nie vorgekommen, dass die Tiere jetzt mal einen gebissen haben. Mal gezwickt, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber ansonsten ist da noch nie was passiert. Woran liegt das, dass die Tiere in anderen Zoos weggesperrt werden müssen und hier nicht? Also wir vermuten einfach mal, dass die anderen Zoos einfach zu kleine Gehege haben, dass die Tiere da nicht ausweichen können. Wir haben ja hier ein sehr großes Gehege mit fast 100 Metern Länge und da haben die Tiere halt genügend Ausweichmöglichkeiten, wo sie halt hin können. Aber man sieht ja trotzdem, einige Tiere genießen das auch, wenn wir reinkommen und suchen dann wirklich den Kontakt zu uns. Also von daher kann es nicht so schlimm sein, wenn wir da reinkommen. Es gibt ja heutzutage viele technische Hilfsmittel. Ich muss zu Hause nicht mehr saugen, ich muss nicht mehr Rasen mähen, wenn ich so einen schönen Roboter habe. Wäre das hier nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man so einen Roboter einsetzt? Das haben wir ja ganz am Anfang auch gemacht. Da gab es diese Idee mit dem Tauchen noch nicht. Und zwar hatten wir dann einen Putzroboter, den man halt oben auf den Tunnel aufgesetzt hat, der sich dann mit Unterdruck angesaugt hat. Und dann stand man unten im Tunnel und hat dann mit der Fernbedienung den Roboter immer hin und her bewegt, um das sauber zu bekommen. Bei geringer Verschmutzung ist das auch in Ordnung gewesen, aber je stärker das im Sommer halt wurde, hat der Roboter es einfach nicht mehr geschafft. Nachher hatten wir dann auch das Problem, dass die Tiere den Roboter einfach zu interessant fanden und da immer Sachen abgerissen haben, abgebissen haben, den quasi kaputt gemacht haben. Und so war der nachher mehr in der Reparatur als alles andere und so sind wir dann auf die Tauchmöglichkeit gekommen. Wir haben ja auch gesehen, dass die Seelöwen sind es ja, dass die Seelöwen sehr viel ja auf diesen Lappen quasi fliegen. Wäre das eine Möglichkeit, dass man die vielleicht dressiert, dass die den Lappen in den Mund nehmen und dann selbst reinigen? Also wenn man sehr viel Zeit und das Tier mit jungen Jahren darauf trainieren würde, könnte es vielleicht funktionieren. Aber ich denke mal, die werden sehr schnell die Lust daran verlieren. Und zwar ist es ja so, man muss erstmal dem Tier beibringen, hör mal, das ist ein Putzlappen, das ist jetzt nicht zum Fressen oder zum Spielen, sondern du musst ihn im Maul nehmen. Dann muss es ja immer noch die Bewegung am Tunnel oder an der Glasscheibe entlang machen. Dann muss man das Tier natürlich auch regelmäßig dafür belohnen, wenn es das richtig gemacht hat. Und das Ganze wird natürlich sehr zeitintensiv sein und auch draußen wird das Tier ja nicht von alleine einfach das machen, sondern geht halt nur, wenn man wirklich das Tier belohnt. Und ich denke mal, das wäre dann
einfach zu aufwendig, um das Ganze hinzubekommen. Also bleibt Otti wahrscheinlich erste Wahl. Ja, definitiv. Also auf Otti kann man sich 100% verlassen. Wenn wir jetzt irgendwas haben, wo wir jetzt selber, weil wir nicht so erfahren sind als Taucher, vielleicht Hilfe brauchen, dann rufen wir ihn an, dann machen wir einen Termin und dann ist das kein Problem. Alles klar, herzlichen Dank dir und ich gebe zurück ins Studio. Otti ist eben ein richtiges Original. Genau so haben wir ihn auch beim Dreh kennengelernt. Taucher zu werden, das scheint gar nicht so einfach zu sein. Meine Kollegin Tabea Grossek hat sich im Hallenbad Gelsenkirchen etwas umgehört. Hier trainiert der TST Poseidon Ottis Tauchclub. Ganz genau. Hier hinter mir findet gerade das Tauchtraining statt. Heute steht, glaube ich, Flossentraining auf dem Programm. Für die Taucher hier ist das eigentlich ein ganz normaler Sport. Manche von denen verfolgen aber auch größere Ziele. Sie wollen zum Beispiel einen internationalen Tauchschein machen. Damit kann man dann auch im Urlaub zum Beispiel die Unterwasserwelt erkunden. Bis es soweit ist, müssen sie aber noch eine Theorieprüfung ablegen und jede Menge trainieren. Also noch mehr Kacheln zählen hier im Hallenbad. Der Ausbildungsleiter Alexander Müller hat mir erklärt, welches Equipment man denn zum Tauchen so braucht. Und das ist eine ganze Menge und demnach auch keine ganz so kostengünstige Angelegenheit. Zum einen ist da die Grundausrüstung, also die Maske, die Flossen, die Handschuhe und die Füßlinge. Weiterhin braucht man ein Tiefenmessgerät und einen Kompass, um draußen unter Wasser die Orientierung nicht zu verlieren. Weiterhin brauchen Taucher einen Neoprenanzug, ein Jacket, das sie da drüber ziehen und ganz zum Schluss die Druckluftflasche auf dem Rücken. Diese wiegt stolze 12 Kilo. Begleitet den Taucher aber auch bis zu 40 Meter unter die Wasseroberfläche. Wer sich das alles jetzt auf einmal anschaffen will, könnte für das gleiche Geld aber auch einen Kleinwagen kaufen. Ich bleibe, glaube ich, erstmal hier am Beckenrand und schaue den Tauchern zu und damit zurück zu dir, Selina. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von Spotlight, dem Magazin von Studierenden der Westfälischen Hochschule.